Der Snack unterwegs ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich hunderttausende Riegel, aber im Endeffekt, finde ich, schmecken die immer sehr, sehr ähnlich. Und oftmals weiß man auch nicht, was drin ist. Insofern mache ich meine Riegel sehr gerne zu Hause. Ich habe ein ganz einfaches Grundrezept. Das kann man ganz beliebig aufstocken und kann eigentlich alle möglichen Zutaten hinzufügen. Wir nehmen als erstes 3 Bananen und schälen die mit einer Gabel. Mache ich da als Grundlage einen Bananenbrei. Nach gut dünken ganz normale Haferflocken dazu. Einen einfachen Studentenfuttermix, so Nüsse, hier sind ein paar Cranberries dabei, Rosinen. Noch ein Chiasamen, Leinsamen, Sonnenblumenkernmix. Dann tue ich ganz gerne ein bisschen Zimt dazu, einfach um dem Ganzen etwas mehr Geschmack zu verleihen. Einen guten Löffel Kokosöl dazu, einen Schluck heißes Wasser und dann vermische ich diese Pampe erneut. Von der Konsistenz her ist das ein Haferbrei, der klebrig ist. So kann ich den eigentlich auch wunderbar dann in meiner Backform verteilen. Ihr seht schon, es ist alles sehr Pi mal Daumen und das ist auch mit das, was mir am besten an diesem Rezept gefällt. Die Masse dann eine gute halbe Stunde in den Ofen bei 180 Grad ausbacken. Danach in Riegelgröße schneiden. In Wachspapier lässt sich das wunderbar im Radtrikot transportieren und ist der beste Snack für unterwegs. Guten Appetit!